von der NPD-Fraktion jetzt gewesen im Landtag. Ob Sie wieder reinkommen, wissen Sie jetzt noch nicht so genau. Nehmen wir es gleich mal vorweg. Den Dank an die Wähler schicken Sie garantiert auch voraus. Sie sagen garantiert auch, dass Ihre Wahlplakate zerstört worden sind. Das können wir uns jetzt vielleicht an der Stelle sparen. Aber wenn Sie wieder drin sind im Landtag, was wollen Sie denn dann mit dem Wählervotum jetzt künftig konstruktiv anfangen? Also wir haben ja wieder in etwa das Ergebnis, was wir also vor 4-5 Jahren hatten. Ich denke, wir sind also der Part, der also das Konservative in der CDU noch bewahrt. Ansonsten würde die CDU weit mehr in die linke Richtung rücken. Ich denke, das werden wir auch weitermachen. Wir sind die Oppositionspartei, die für innere Sicherheit steht, die gegen Drogen steht, alles Themen, die also in den linken Fraktionen teilweise schon relativ weit nach hinten gekehrt worden sind, und das werden wir auch weiter verfolgen. Eben gewählt, dazu gehört das Thema innere Sicherheit, Grenzkriminalität, dazu gehört das Thema Drogen, da werden sicherlich auch gewisse Überschneidungen sein, es ist auch personell nicht viel anders, mein Vorredner hatte gesagt, er ist vor 5 Jahren ausgetreten aus der CDU, bei mir sind es ein paar Jahre länger, genauso wie bei Herrn Ganzel, also die Vorgeschichte haben wir sehr viele hier, dass wir gesehen haben, dass die CDU sich massiv verändert hat und dass man dort keine politische Heimat mehr hat. Ich danke erstmal den Wählerinnen und Wählern, dass sie uns doch wieder das Vertrauen gegeben haben. Herr Müller, Sie haben, oder Ihr Spitzenkandidat Herr Szymański hat aber im Wahlkampf schon ganz heftig auch die AfD attackiert, hat gesagt, sie hätte von Ihnen abgeschrieben und man solle doch das Original wählen, nämlich die NPD. Also Sie haben ja auch selbst die AfD ein bisschen in die Ecke gerückt. Das ist natürlich ein Mitbewerber, der teilweise gleiche Themen, teilweise auch im fast gleichen Wortlaut thematisiert hat. Sicherlich den ich definitiv nochmal nachreichen werde heute. Sicherlich wird man das auch thematisieren im Wahlkampf, hat Herr Szymański auch zurecht gemacht. Herr Szymański, die NPD noch auf der Kippe, es ist noch offen, ob sie wieder reinkommt. Sie sagen ja immer, Sie gehen den Weg der seriösen Radikalität. Jetzt im Wahlkampf hat man das seriös ein bisschen weggelassen, würde ich sagen, mit ein paar Aktionen. Wenn jetzt künftig die AfD auch viele Themen besetzt, die Sie auch besetzen im Landtag, muss man dann auch mit mehr Radikalität oder mit einem radikaleren Auftreten im Landtag mit Ihnen, von Ihnen rechnen? Oder wie stellen Sie sich das künftig vor? Also ich denke, wir hatten auch im Wahlkampf eine gute Mischung aus seriösen, aus ganz normalen Wahlkampfaktivitäten und aus Sonderaktionen, die für Aufsehen gesorgt haben. Da haben ja die Medien auch ganz gut mitgespielt. Möchte ich mich auch nochmal bedanken an der Stelle. Und es ist sicherlich schwieriger geworden durch das Aufkommen der AfD, auf einigen Gebieten, Asylmissbrauch, Grenzkriminalität, Frau Dr. Petri hatte ja einige Themen jetzt schon angesprochen. Und insofern denke ich, auch in den kommenden 5 Jahren werden wir eine entsprechende Mischung haben, um uns mit der AfD zu reiben. Und ich denke, das wird eine ganz gesunde und sehr positive Konkurrenz dazu. Jetzt sind Sie ja der Experte für rechte Positionen. Im Wahlkampf haben Sie immer gesagt, die Leute sollen das Original wählen, nämlich die NPD und nicht die AfD. Wo sehen Sie denn die AfD im politischen Spektrum? Die AfD ist irgendwo zwischen der CDU und uns angesiedelt. Ich denke, das ist auch keine Neuigkeit. Das werden auch viele Politikbeobachter so sehen. Und insofern hatten wir jetzt das Problem, dass wir natürlich schon seit 10 Jahren im Sächsischen Landtag vertreten sind und die AfD eine neue Kraft ist. Und viele Wähler wollten halt mal was Neues wählen. Und das schmerzt natürlich schon, wenn man da Wähler an die AfD verloren hat. Aber wir werden uns natürlich in den kommenden 5 Jahren bemühen, die wieder zurückzugewinnen. Herr Szymański, den Dank fürs Mitspielen, den weisen wir mal zurück. Ihre Kollegen können, glaube ich, bestätigen, dass mal so sagen darf, nicht mehr für sich allein. Das ist richtig, aber ich muss sagen, die Äußerungen von Frau Dr. Petri in den letzten Monaten, was die künftige politische Arbeit im Sächsischen Landtag angeht, waren ja zum Teil doch sehr konfus. Also da ging es mal um Regierungsbeteiligung, mal konstruktive Opposition, dann wollte sie kurzzeitig auch mal einen Ministerpräsidenten von links tolerieren. Das hat sie dann wieder zurückgenommen. Also ich bin gespannt, wie das jetzt in den nächsten Monaten mit Ihnen so weitergehen wird. Und ich glaube nicht daran, dass die AfD auf Dauer Erfolg haben wird. Szymański, die NPD noch nicht ganz sicher drin, bei der 5% sehen unsere Hochrechnungen Sie. Wir haben gesehen, 16.000 Ihrer Wähler sind auch zur AfD gewechselt. Wo sehen Sie denn dann künftig den größeren Feind, in Anführungszeichen, bei den Etablierten? Oder ist das jetzt vielleicht die AfD für Sie? Nein, also ich denke, es gibt schon Berührungspunkte mit der AfD. Die AfD muss ja auch rechte Wähler durchaus bedienen. Die 16.000, die zu ihr gewandert sind von der NPD, das schmerzt natürlich, das ist klar. Aber ich denke, wir werden
sowohl natürlich die Opposition, die klare, die echte Opposition von rechts sein, im Unterschied zur AfD, bei der es sehr unklar ist, was sie in den nächsten 5 Jahren eigentlich im Landtag anstellen will. Das ist ja sehr widersprüchlich, was Frau Dr. Petri gerade im Wahlkampf da immer wieder erzählt hat. Und natürlich werden wir uns auch mit der AfD auseinandersetzen, aber ich denke, da gibt es auch durchaus Überschneidungspunkte, zum Beispiel mehr Bürgerbeteiligung. Da stimme ich Frau Dr. Petri völlig zu. Sie hatten vorhin in einer unserer Runden gesagt, die Medien angesprochen, wenn man den Wahlkampf anschaut, dann können Sie ja eigentlich nur richtig punkten, wenn Sie auf Krawall setzen, wenn Sie Asylbewerberheime aufsuchen, zum Beispiel im Wahlkampf, oder wenn eben Herr Pasteurs eine grüne Mitarbeiterin in einem Wahlkampfbüro attackiert, zumindest hat sie sich so gefühlt. Wird das dann also die Strategie sein? Ja, das zeigt, was wir für ein Mediensystem in Deutschland haben, dass man mit vernünftigen Sachanträgen, die wir als NPD in den letzten 5 Jahren ja durchaus auch in den Landtag eingebracht haben, nicht punkten kann, weil wir verschwiegen werden, weil wir insbesondere einem Boykott der Sächsischen Tageszeitung weitgehend unterliegen. Beim MDR ist das ansatzweise vielleicht ein bisschen anders, da vermag ich schon durchaus zu differenzieren. Aber wir müssen natürlich eine Mischung aus seriöser Sachpolitik und Radikalität, also Sonderaktionen und ähnliche Aktivitäten, wie wir sie im Wahlkampf auch geboten haben, auch weiterhin unternehmen. Holger Schimanski von der NPD ist bei mir. Schönen guten Tag. Noch stehen Sie bei 5,0%. Also es ist unklar, ob Sie reinkommen oder nicht. Wenn nicht, woran hat es dann gelegen? Da gibt es ein ganzes Bündel an Ursachen, glaube ich. Ich denke, die ungeheure Medien Macht, die da gegen uns gestanden hat in den letzten Jahren, die Millionen, die gegen unsere Partei eingesetzt wurden an Steuergeldern, eigene Fehler natürlich auch, Fehler beim Strukturaufbau, der Rücktritt des ehemaligen Parteivorsitzenden Holger Apfel. Ich denke, das sind einige Gründe, die dazu geführt haben könnten, dass wir 15.000, 16.000 Wähler ungefähr an die AfD verloren haben. Also ist die AfD Ihr größter Konkurrent gewesen in diesem Wahlkampf? Das ist so, nach den ersten Zahlen, die man jetzt so bei den Wählerwanderungen sieht, gehe ich davon aus, dass die AfD unser Hauptkonkurrent gewesen ist. Ja. Sollten Sie hier aus dem Landtag rausfliegen, dann sind Sie nur noch in einem vertreten. War es das mit der NPD? Nein, so dramatisch würde ich das nicht sehen. Aber es ist natürlich richtig, die NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag ist eine wichtige Säule der NPD in Deutschland. Herr Schimanski, vielen herzlichen Dank. Gerne. Und soweit erstmal die Einschätzung. Wie gesagt, ist der Spitzenkandidat der NPD hier in Sachsen. Warum haben Sie eigentlich im Wahlkampf vor allen Dingen die AfD so vehement bekämpft? Ja, weil wir nach der Europawahl gesehen haben, dass wir rund 1% an die AfD abgegeben hatten an Wählerstimmen. Das schmerzt natürlich. Wir haben ja auch heute Abend gesehen schon, dass nach ersten Prognosen, nach Hochrechnungen, wir ungefähr 16.000 Wähler an die AfD verloren haben. Es gibt eine gewisse Themenüberschneidung, wenn ich insbesondere an die Themen Asylmissbrauch und Grenzkriminalität denke. Und ich stelle mir das in den nächsten 5 Jahren sehr spannend vor, diesen Konkurrenzkampf zwischen NPD und AfD im Sächsischen Landtag. Vertritt die NPD hier. Nehmen Sie bitte Ihr Mikrofon. In Sachsen wird der Kurs der NPD im Landtag dem entsprechen, was Sie in den letzten beiden Wahlperioden, Legislaturperioden gezeigt haben. Wenn die NPD wieder in den Sächsischen Landtag einzieht, wovon ich fest überzeugt bin, werden wir natürlich unseren konsequenten Oppositionskurs, unsere Oppositionsarbeit für deutsche Interessen fortsetzen. Denn angesichts von Asylantenflut, Drogen- und Gewaltkriminalität und natürlich auch der Islamisierungs- und Moscheeproblematik beispielsweise in Leipzig ist unserer Auffassung nach Druck von rechts nötig, damit wir in Sachsen nicht in 10 Jahren westdeutsche Überfremdungszustände haben. Wir machen hier keinen Wahlkampf mehr. Bitte das Wahlergebnis kommentieren. Sie haben mich danach befragt, wie der Kurs der NPD im Landtag aussehen wird. Und wir werden unserer bisherigen inländerfreundlichen Oppositionsarbeit treu bleiben. Vielen Dank. Holger Schimanski ist der Spitzenkandidat der NPD hier in Sachsen. Sie haben im Wahlkampf sehr stark und sehr vehement gerade die Alternative für Deutschland bekämpft. Wird das auch im künftigen Landtag so sein? Also ich hoffe auf ein spannendes Konkurrenzverhältnis in den nächsten 5 Jahren mit der Alternative für Deutschland. Es ist ja richtig, dass es in einigen Bereichen doch Themenüberschneidungen gibt. Wir sind allerdings konsequenter auf diesem Gebiet. Die AfD fordert ja unter anderem ein Arbeitsrecht für Asylbewerber. Das kommt für uns natürlich nicht in Frage. Das heißt, wir werden eine Mischung aus seriöser und radikaler Politik in den nächsten 5 Jahren im Sächsischen Landtag betreiben.